ist. Oh, das ist ja voll nah. Alles klar, ich mach bloß schon mal alles bereit für eine schnelle Flucht, weil wir beide nicht in der Nähe vom Bord sind. Und beide etwas Schweres tragen. Ja. Guck mal auf der großen Insel. Ja. Bis dann! Wir sehen uns! Wieder. Du Loser. Was würdest du tun, wenn ich jetzt losfahren würde und dich rame? Ich frage mich, ob das Boot dann untergeht. Bestimmt. Ach, übrigens, Warnung, ich hatte ja gestern ziemlich viele Probleme mit Meerjungfrauen. Das ist mir vollkommen egal. Ich glaube, es gibt hier nur Schweine. Ja, und Schlangen. Ja, Schweine und Schlangen. Wenn ich jetzt einen Megalodon triggere, ne? Ich kann von hier aus schießen. Wie cool. Alter! Kann ich auf dich schießen? Warte, ich laufe hier nochmal eben schnell lang. Vielleicht finde ich ja einen Ort, von dem aus ich auf dich schießen kann. Leon, der Wellengang auf dem Ozean ist ja richtig heftig. Ja, ich sehe es. Digga, wie cool sieht das gerade aus, ja? Alter, das Feeling ist echt geil mit einem Ruderboot übers Meer. Das ist so heftig. Da vorne ist eine Munitionskiste. Ja, kannst du mal nach Schätzen suchen. Okay. Im Wasser sind auch viele um diese Insel herum. Ach, eine Schlange. Ja, ich bring nochmal eben schnell den Käfig wieder zurück an Bord. Out in the deep, legends. Au! Was ist? Ah, nichts, bloß ein paar Krabbenkrabbler-Typen. Pass auf, der Schießpulverfass auf! Seht ihr nicht, welche Rüstung ich hab, ihr Loser? Ich bin euer Anführer! Alter, wenn, what the fuck, eigentlich, wenn jetzt ein Krake kommt? Aber gut, ihr wollt es nicht wahrhaben. Leon, ich glaube, da kommt eine Schaluppe auf dich zu. Welche Richtung? Illuminatenauge. Mir fällt übrigens auf, dass der Meermann noch nicht erschienen ist. Ja, weil du ein Beiboot bist. Ah ja, aber nur eine Geisterschaluppe. Okay. Ignoriere sie lieber. Das ist okay. Ja, und wenn sie kommt, dann mache ich halt die Hölle aus. Ich, Leon, hab übrigens gerade bei dem hohen Wellengang echt Probleme damit, die Insel zu finden. Ich sehe nur dein Nametag. Jetzt sehe ich dein Nametag nicht vorbei, mehr. Ah, jetzt sehe ich dein Nametag wieder. Du bist dran vorbei. Ah, nein, ich krieg's angezeigt. Chicken Isle. Ich bin in den Gewässern von Chicken Isle. Ich weiß nur nicht, wo sie liegt. Ah, doch, da, ich sehe sie. Sie ist direkt vor mir. Ah, dann habe ich was gesehen. So, zwei Krabbenkrabbler ausgeschaltet. Ich muss sagen, das ist mal eine coole Erfahrung. Ja, hier ist das Wasser auch wieder etwas seichter mittlerweile. Na, schade, hier haben sie kaum nichts gedroppt. Aber egal, ich hole ein bisschen Zeug hier von dem. Oh, geil, hier ist noch ein Beiboot. Ist da eine Knopf drauf? Moment. Oh, ich bin gestrandet. Hoffentlich trigger ich jetzt nicht die Geisterschaluppe. Das wäre etwas blöd. Ich kann mich sehr schlecht verteidigen. Ich habe ein paar Donner und Brandbomben, aber mehr auch nicht. Also bist du schon auf dem Rückweg? Ja, ich stelle mir vor, wenn ich jetzt mit den Donner und Brandbomben schaffe, die Geisterschaluppe zu versenken. Unwahrscheinlich, aber möglich. Rückweg ist einfacher. Ich muss einfach nur auf deinen Nametag ziehen. Entweder hat die eine Schaluppe unfassbar viele Schätze oder besonders viele Lichter. Denn die leuchtet wie ein Leuchtfeuer. Ich glaube, die andere Schaluppe fährt auch gerade drauf zu. Luca, hast du ein gelbes Huhn? Ich habe ein weißes Huhn. Gelbe gibt es da nicht. Dreh nochmal um und suche nach einem gelben. Hab schon geguckt, da war keins. Ach nee, das ist eine Geist. Sehe ich jetzt erst. Du bist so ein Idiot. Ich glaub, die richtige Schaluppe fährt auf die Gleise. Ich bin wieder im Meer. Alles klar.
kann bereits das Segel der Geisterschaluppe sehr deutlich erkennen. Ja, das könnte man gerade eben halt nicht. Ne? Ich muss direkt an ihnen vorbei. Zwischen uns ist nicht mal eine Seemeile. Ah, fuck. Du bist viel zu weit weg, um dich zu snipen. Ich würde schätzen, nicht mal 100 Meter. Aber, just saying, wir haben echt mit dem Seegang zu kämpfen. Und ich bin in den Gewässern des Snake Island. Perfekt. Wir haben echt mit den Wellen zu kämpfen, die werden ja herumgeschleudert. Und du? Ja, ich bin im Beiboot, was erwartest du? Wir wurden, by the way, lange nicht mal von einem Skelettschiff angegriffen. Immer haben wir angegriffen. Yep. Richtig so. Wir sind ganz nett und freundlich. Nur liebe Sachen mit uns tun, aber wir nicht, ne? Okay, niemand kommt in der Zwischenzeit schnell genug zu uns. Ich nehme mal eben schnell ein Sword Lunch. Und hol die Munitionskiste heran. Wait, warte, wo du bist! Ach, da bist du ja schon, du bist ja wirklich nah. Ich bringe unsere Opfergabe mit! Junge! Pass auf das Huhn auf, hör auf! Oh, ach ja! Oh, scheiße, ich hätte gerade eben auch treffen können. Als ich versucht habe, dich zu snipen. Weiter, ich gehe nochmal eben hier auf der Insel rüber. Schlangen. Richtig gutes Essen. Du wolltest dir gerade das Huhn erschießen. Ich mache keinen Scheiß. Hey, ich wollte das Huhn nicht erschießen. Los, leg an.